Sie sprechen schon die Rhetorik an. Russlands Machthaber verstärkt ja auch seine nukleare Drohkulisse, also seine Atomrhetorik. Inwiefern droht auch Deutschland zum Ziel zu werden, auch mit Blick auf die NATO? Also wenn man das russische Fernsehen die letzten 2 Jahre angeschaut hat, dann konnte man fast jeden zweiten Abend diese Rhetorik sehen, auch mit Karten untermalt, wie lang die Flugrouten von taktischen Nuklearwaffen von Kaliningrad nach Berlin reichen oder nach London und entsprechend Paris. Und angesichts dieser Taurus-Debatte, die wir haben, die in Moskau eher als Schwäche und Beschwichtigungspolitik eher wahrgenommen wird, zielt diese Rhetorik in erster Linie auf Deutschland, weil Putin natürlich weiß, dass diese Nukleardrohungen in Paris oder London, zumal beide auch Nuklearmächte sind, nie dieselbe politische Wirkung entsprechend erzielt. Und insoweit musste man sich in den letzten Wochen jetzt nicht wundern, mit Blick auf die Innenpolitik, aber mit Blick eben auf den Macron-Scholz-Disput, dass Putin versuchen wird, gerade in Deutschland diese Rhetorik natürlich weiter auszunutzen, um Deutschland entsprechend politisch einzuschüchtern. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.